zusammen, ich bin Sarah. Ich bin Philipp. Gleich ist Weihnachten, das bedeutet für die einen oder für andere wieder mühsam strugglen beim Geschenk einpacken. Voll, wir zeigen euch darum anhand von vier Möglichkeiten, wie ihr easy ein Geschenk einpacken könnt nach japanischer Art. Notabene nachhaltig. Japanische Art heisst, du nimmst ein quadratisches Stofftuch. Im besten Fall eins aus Viskose oder Seide. Probieren wir es. Eines der beliebtesten Geschenke ist sicher auch Parfüm. Nehmt die Ecke, legt es drüber und wickelt das Tuch drumherum, damit es schön satt ist. Und dann könnt ihr die Ecke an die Seite nehmen und in der Mitte vom Päckchen ein Mäschchen machen. Die Lasche, die jetzt noch übrig bleibt, könnt ihr falten oder rollen, wie es euch besser gefällt, und unter dem Mäschchen verstecken. Die übrigen Fäden könnt ihr noch rausziehen, wenn es geht, je nach Stoff. Et voilà! Eines der häufigsten Geschenke ist sicher das Kleidungsstück. Wir haben es hier am Pulli. Den kannst du einfach in die Mitte des Quadrats legen, die gegenüber den Ecken übereinander reinziehen, die anderen zwei nehmen und ein Schläufchen drin machen. Et voilà! Immer wieder gerne geschenkt wird an Weihnachten auch Wein. Schaut, dass der Ecke vom Tuch gegen euch ist und die Weinflasche in der Mitte. Die zwei Ecken an die Seite nehmen und oben eine Doppelknoten machen, dass es hält. Dann nehmt ihr die zwei gegenüberliegenden Ecken und geht wie um die Flasche um und macht wieder eine Knoten. Et voilà! Also es ist sicher nachhaltiger als Geschenkpapier. Es sind Tüchli, man kann sie immer wieder verwenden. Aber ich glaube, es ist definitiv auch weniger ästhetisch. Und nehmt unbedingt Tücher, die genäht sind am Rand, weil bei uns gibt es so Fremseli und es sieht einfach nicht schön aus. Plus Formen wie eine Weinflasche geht nicht. Nein, die sind zum Spülen. Genau. Oder trinken. Merry Christmas!